Hallo, ich bin Philipp von audiophil.coach und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen Kompressor auf Stimmen so einstellst, dass man jedes Wort gut versteht und dass die Stimmen auch gut im Mix sitzen. Die beiden wichtigsten Werkzeuge beim Mischen sind auf jeden Fall Equalizer und Kompressoren. Und bevor man nicht richtig versteht, wie man diese einsetzt, hat man auch kaum eine Chance, einen klaren und differenzierten Sound hinzubekommen, bei dem man jedes Element super hört. Mit Equalizern zu arbeiten ist mit ein wenig Übung überhaupt kein Problem, weil man sofort die Resultate hört, wenn man an einem Regler dreht. Bei Kompressoren schaut die Sache leider ganz anders aus. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich hatte am Anfang große Schwierigkeiten damit zu verstehen, was ein Kompressor überhaupt macht und dann in weiterer Folge die Kompression zu hören. Und das ist etwas, was man definitiv ein wenig üben muss. Aber ich hoffe, ich kann dir mit diesen Tipps in diesem Video ein wenig weiterhelfen und du wirst eher verstehen, wie ein Kompressor funktioniert und dann in weiterer Folge auch super hören können, was ein Kompressor mit dem Audiosignal macht. Wenn dir dieses Video gefällt und ich dir ein wenig weiterhelfen kann, dann zeig es mir bitte mit einem Like und abonniere meinen Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken, dann verpasst du auch die nächsten Videos nicht. So, aber jetzt geht's los. Das größte Problem, das wir beim Mischen von Stimmen haben, ist, dass Vocals von Natur aus oft extreme Dynamikunterschiede haben. Das heißt, dass die Töne in gewissen Lagen und bei manchen Wörtern viel lauter sind als andere und wenn man dann versucht, die Stimme im Mix zu platzieren, hat man das Problem, dass man sie einfach nicht gut versteht. Mit Kompressoren machen wir laute Parts ein wenig leiser und können dadurch den Gesamtpegel anheben und damit die leisen Parts auch lauter machen. Soweit so gut, das ist ja noch recht einfach zu verstehen, aber jetzt geht es darum, das Ganze in der Praxis umzusetzen. Bleib aber auf jeden Fall bis zum Ende dabei, da zeige ich dir noch eine sehr wichtige Sache, die du auf keinen Fall falsch machen solltest. Was vor allem am Anfang ein wenig verwirrend ist, ist, dass es nicht nur eine Art von Kompressoren gibt, sondern mehrere verschiedene Bauweisen. Deshalb mache ich hier eine kleine Mini-Videoserie mit zwei Videos. In diesem Video zeige ich dir, wie ein Standard-Kompressor-Plugin, wie sie mit unseren DAWs kommen, funktioniert und wie man es perfekt für Vocals einstellt und im nächsten Video zeige ich dir, wie man diese Einstellungen auch mit anderen Kompressoren hinbekommt. Was du hier siehst, ist das Standard-Kompressor-Plugin von Pro Tools. Keine Sorge, auch wenn du in einer anderen DAW wie Logic, Cubase oder Studio One arbeitest, ist das kein Problem, weil die Funktionen und die Regler der Plugins überall gleich sind und die erkläre ich dir jetzt. Die wichtigsten Steuerelemente an so einem Kompressor-Plugin sind definitiv Threshold, Gain oder manchmal heißt es auch Makeup Gain, Attack, Release, Ratio und last but not least definitiv die Gain Reduction Anzeige. Der Threshold Regler ist der Schwellenwertregler. Damit legst du fest, ab welchem Pegel der Kompressor arbeiten soll. Denke von oben herunter. Mit oben meine ich 0 dB, also die Spitze der Pegelanzeige. Je weiter du mit dem Regler nach unten gehst, desto mehr wird das Signal komprimiert. Wenn die Spitzen deines Signals zum Beispiel bei minus 3 dB sind, arbeitet der Kompressor erst dann, wenn du mit dem Threshold-Regler unter minus 3 dB kommst. Ab dann siehst du hier in der Gain Reduction Anzeige, dass das Signal komprimiert wird. Das zeige ich dir jetzt mal. Also wenn wir hier bei 0 dB sind, macht der Kompressor nichts. Such is the ease you hack and freeze and stay a little longer. Really think we're never gonna meet again. I leave for the States in the morning, but I'll be back in a month or two, and then I'll come to visit you. Du siehst ja schön, wenn der Pegel den Schwellenwert übersteigt, wie hier in der Gain Reduction Anzeige die Kompression angezeigt wird. Der Attack Regler hier legt fest, ab wann der Kompressor eingreifen soll. Wenn du ihn auf schnell einstellst, greift der Kompressor sofort und wenn du ihn langsamer einstellst, lässt er auch Spitzen vom Signal durch, aber mehr dazu später. Mit dem Release Regler legst du fest, wie lange es dauert, bis der Kompressor wieder loslässt und mit dem Ratio Regler legst du fest, wie stark der Kompressor arbeiten soll. Bei 1 zu 1 passiert gar nichts und bei 100 zu 1 arbeitet der Kompressor als Limiter und lässt nichts über dem Schwellenwert drüber. Mit dem Gain Regler können wir dann den Output Pegel anheben und das Ganze lauter machen. So, jetzt haben wir schon mal einen ganz guten Überblick darüber, was jeder Regler macht und jetzt zeige ich dir, wie ich das Ganze in der Praxis einsetze. Das Problem bei Kompressoren ist, dass alle Werte miteinander zusammenhängen und aufeinander reagieren. Es funktioniert also leider nicht so einfach, dass man jeden Regler nur einmal berühren muss und dann hat man die perfekten Einstellungen, sondern man muss, wenn man an Attack, Release und Ratio dreht, auch immer wieder mal mit dem Threshold-Regler anpassen. Was für mich am Anfang am verwirrendsten war, sind der Attack und der Release-Regler, weil wie zum Teufel soll ich bitte schon wissen, ob der Kompressor jetzt ab einer Mikrosekunde oder 50 Millisekunden einsetzen soll und ob er schon nach 100 Millisekunden oder erst nach 500 Millisekunden loslassen soll. Ziemlich verwirrend auf jeden Fall, ich habe es gehasst. Was hier definitiv hilft, ist Erfahrung und Routine und solange man beides nicht hat, helfen zwei Dinge. Erstens,
sich die wichtigsten Settings, die ich dir gleich verraten werde, zu merken oder zweitens mit Presets zu arbeiten. Und wie du das richtig machst, zeige ich dir jetzt. Jedes Plugin kommt mit Presets, die in der Regel von Leuten gemacht werden, die sich richtig gut mit dem Plugin auskennen. Bei Kompressoren sind Presets ganz nützlich, weil wir nur aus einer Liste auswählen wollen, was wir damit bezwecken wollen. So haben wir hier zum Beispiel in diesem Preset-Ordner alles von Akustikgitarren, Limiter, Drum Attack, Drum Comp, Gentle Limiting, alles mögliche mit Loops, Pumpen, Radioeffekt, Snare-Kompressor und hier unten sind zwei Settings für Vocals. Da ich bei diesem Lied jetzt am ehesten ein wenig die Spitzen komprimieren möchte und generell einen gleichmäßigen Pegel haben will, nehme ich hier mal den Vocal Leveler. So, aber jetzt müssen wir aufpassen. Was man in einem Kompressor-Preset super speichern kann und was auch recht allgemein funktioniert, sind Attack, Release und Ratio-Einstellungen. Was aber gar keinen Sinn macht, in Presets zu speichern, sind Threshold und Make-up-Gain. Weil ja keiner wissen kann, welchen Pegel dein Signal hat. Darauf darfst du dich auf keinen Fall blind verlassen, weil du sonst entweder gar keine Kompression bekommst oder auch viel zu viel. Und genau da musst du jetzt auf jeden Fall nochmal nachregeln. Wie ich das mache, zeige ich dir jetzt. Okay, jetzt schauen wir mal, wie dieses Preset klingen wird. Das erste, was mir hier sofort auffällt, ist, dass der Gain-Regler bei plus 7 dB steht. Das heißt, dieses Kompressor-Plugin macht jetzt alles um 7 dB lauter. Obwohl wir jetzt noch gar nicht wissen, wie viel Gain-Reduction wir haben werden. Das ist deshalb ein Problem, weil lauter bekanntlich besser klingt und wir so den Eindruck haben, dass alles besser klingt, obwohl wir eigentlich das Ganze nur lauter gemacht haben. Deshalb drehe ich hier mal zurück. Ich lasse mal laufen und schaue, wie viel Gain-Reduction wir haben. Such is the ease, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? I leave for the States in the morning, but I'll be back in a month or two, and then I'll come to visit you. Wie du siehst, habe ich den Threshold-Regler jetzt so eingestellt, dass wir ungefähr minus 3 dB Gain Reduction haben und habe hier auch um 3 dB den Gain angehoben und so können wir einen fairen Vergleich machen. Such is the ease, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Das funktioniert schon mal sehr gut. Bei diesen leisen Passagen kann man gut hören, dass die leisen Stellen jetzt deutlich besser verständlich sind als vorher. Hier nochmal ohne Kompressor. Such is the ease, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Mit Kompressor. Such is the ease, you hack and freeze and stay a little longer. Really think we're never gonna meet again. Okay, es ist ein subtiler Unterschied, aber doch ein wenig hörbar. Klingt auf jeden Fall schon ein wenig ausgewogener. Was wir jetzt noch machen, ist hier an den Attack- und Release-Zeiten noch ein wenig zu schrauben. Wir haben hier eine relativ langsame Attack-Zeit und eine relativ schnelle Release-Zeit. Ich versuche jetzt mit dem Attack-Regler den Kompressor mal ein wenig schneller einsetzen zu lassen. Dann greift er bei den lauteren Stellen schneller ein und beim Release-Regler gehe ich mit der Zeit ein wenig zurück, damit der Kompressor ein wenig gleichmäßiger und unauffälliger arbeitet. Such is the ease, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Hast du gesehen, wie viel mehr Gain Reduction wir jetzt auf einmal haben? Das liegt daran, dass wir mit dem Attack-Regler wesentlich schneller eingreifen. Das heißt für uns jetzt aber, wir können mit dem Threshold-Regler ein wenig nachregeln. Such is the ease, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? I leave for the States in the morning. But I'll be back in a month or two, and then I'll come to visit you. Super, das gefällt mir schon ganz gut. Du hast jetzt gemerkt, dass die lauten Stellen nicht zu laut sind und die leisen Stellen auch nicht zu leise und man versteht jedes Wort eigentlich sehr gut.
such ease, Louise. You hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Leave for the States in the morning, but I'll be back in a month or two, and then I'll come to visit you. Okay, so einfach kann's sein. Wenn du dann mal nicht mehr mit Presets arbeiten willst, empfehle ich dir Folgendes. Du musst immer wissen, was du mit dem Kompressor erreichen willst. Generell ist von der Ratio her 3 zu 1 oder 4 zu 1 ein guter Startpunkt für Stimmen. Für Attack und Release nehme ich meistens eher schnellere Attack-Zeiten und Release-Zeiten. Wenn die Vocals sanft geglättet werden sollen, stelle ich die Release-Zeit ein wenig langsamer ein, damit der Kompressor ein wenig langsamer und gleichmäßiger arbeitet. Für diesen Zweck verwende ich oft einen Opto-Kompressor oder einen 1176. Wenn dich das besonders interessiert, dann schau auch unbedingt den zweiten Teil von diesem Video an, der in Kürze kommt. Da erkläre ich dir, wie das funktioniert. Wenn du eher bissige Rock-Vocals hast, nehme ich immer eine etwas langsamere Attack-Zeit, damit die Konsonanten S- und T-Laute gut und aggressiv durchkommen, und ich nehme schnellere Release-Zeiten, damit das Ganze nicht so verwaschen klingt. Hier experimentiere ich jetzt noch ein bisschen mit der Attack- und Release-Zeit und zeige dir mal in extremen Einstellungen, was man alles machen kann. Wir nehmen mal eine ganz schnelle Attack-Zeit und eine ganz langsame Release-Zeit. Such is Louise, you hack and freeze and stay a little longer. Really think we're never gonna meet again. Hier haben wir eine sehr extreme Release-Zeiteinstellung von 4 Sekunden und du siehst hier bei der Gain Reduction-Anzeige, wie langsam der Kompressor zurücknimmt. Das ist auf jeden Fall viel zu langsam für diese Anwendungen und es klingt etwas verwaschen und etwas undefiniert. Hier nehme ich die Release-Zeit jetzt wieder ein wenig zurück, bis ich sehe, dass der Kompressor sinnvoll reagiert. Such is Louise, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Such is Louise, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Jetzt versuchen wir mal umgekehrt sehr langsame Attack-Zeiten zu nehmen. Such is Louise, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Und wir sehen schon, wir haben hier kaum mehr Gain Reduction, sondern haben das Ganze nur insgesamt um 5 dB lauter gemacht. Wir werden hier jetzt mal mit dem Threshold-Regler ein wenig nachregeln, damit wir wieder ungefähr einen fairen Vergleich machen können. Such is Louise, you hack and freeze and stay a little longer. Really think we're never gonna meet again. Such is Louise, you hack and freeze and stay a little longer. Do you really think we're never gonna meet again? Auf diese Weise kommen auf jeden Fall die S-Laute und Ts ein wenig besser durch. Das ist hier ein wenig Geschmackssache, ich würde hier ein wenig zurücknehmen, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Attack-Zeit hier nicht zu schnell ist. That's the risk of being young and dumb, I'm sure. Should have seen you're a bloody mess and just gone home to another room. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und du verstehst jetzt besser, wie Kompressoren funktionieren. Vergiss nicht, es ist reine Übungssache und wenn du dich immer und immer wieder damit beschäftigst, wird es dir auch viel leichter fallen, die richtigen Settings zu finden und auch Kompression besser zu hören. Vergiss auch nicht, dir das Mixing Hacks PDF zu holen. Darin findest du noch weitere wichtige Tipps, die dir dabei helfen werden, Kompressoren besser und schneller einzusetzen. Wenn dich interessiert, wie ich mit Hardware-Emulationen von Kompressoren umgehe, nämlich mit Opto-Kompressoren und FET- und VCA-Kompressoren, dann schau bitte auf jeden Fall beim zweiten Teil von diesem Video noch vorbei. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich sehr über jedes Like und über jedes Kommentar und bitte abonniere meinen Kanal, damit du auch das nächste Video nicht verpasst. Also dann, danke fürs Zusehen, wir sehen uns im zweiten Teil.